Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Sacred 2 in der Gold-Version mit dem Community Patch 0.150 und dem Enchanting Space Mod, der die Space ein bisschen hübscher macht und ein bisschen verbessert. Dieses Let's Play möchte ich so weit wie möglich machen. Es wird aber schwer ab Silver, also ab dem Schwierigkeitsgrad Silver, das ist der zweitniedrigste, wird es recht schwer mit dem Community Patch. Ob es so gewollt ist, weiß ich nicht, aber ja, wir schauen mal. Und das Projekt ist interaktiv. Ich möchte mal einen Charakter recht weit spielen und zwischendurch mal die anderen anzocken. Dann schauen wir mal, wie sich die Spells so verändert haben, wie sie mir so liegen, und vielleicht mache ich auch einen zweiten dann noch ein bisschen höher. So, wir schauen kurz mal in den Optionen. Grafik ist wie gewohnt in höchste Einstellungen. Beim Gameplay habe ich jetzt zum Beispiel beim Aufsammeln ab weiß, weil weiße Items, das tragt man eigentlich nie. Das lasse ich mal noch auf alles. Tränke-Reihenfolge habe ich auf schwach genommen, weil ja, die Schwachen dann aufgebraucht sind und die Starken dann nicht, noch nicht zu oft genutzt werden. Beim Sound ist es anders. Kann ich vielleicht noch ein bisschen höher stellen, aber nicht allzu viel. So. Gut, gut. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Video ist. So. Und bei der Steuerung habe ich ein paar Änderungen gemacht, wie zum Beispiel Heiltrank. Nein, Heiltrank habe ich, ist auf leer schon immer, glaube ich, gewesen. Inventar habe ich zum Beispiel aufs Komma gemacht und Items aufnehmen. Wo ist Items auf? Automatisch aufsammeln auf Alt-GR, weil ja, ich die Tasten da unten verwenden will und nichts mit in der Tastatur drinnen. So, also dann schauen wir mal die Klassen an. Ich kann euch sagen, dass jede Klasse jetzt ein Pet hat, also einfach ein Tier, das es mit einem Buff, glaube ich, beschwören kann. Da es in Sacred 2 möglich, nicht möglich ist, mehr als drei Buffs zu benutzen, müssen wir dann schauen, ob wir eins benutzen. Aber für den ersten Charakter wahrscheinlich nicht, weil es in einer anderen Sparte ist. So, ich habe mir die Magie gute Gedanken genommen, welche ich nehme. Und ich denke, als einfachsten ist die Hochelfe, die gerade unsichtbar ist. So, wir nehmen die Hochelfe in der Kampagne des Lichtes. Und ihr Gott, Forens, auf Bronze fangen wir an. Machen wir das Anfängergebiet auf Bronze. Meisterhand machen wir an. Der Name habe ich gedacht, wie meine alle weiblichen Charakter mache ich. Monika Basler. So. Und der Kistenträger möchte ich in Feuerrot nehmen. Die Hautfarbe könnten wir in Rot nehmen, aber naja. Nee, ich nehme sie in schön normal Hautfarben. Und die Frisur möchte ich gerne. Es hat halt nicht so schöne Frisuren. Ich glaube, ich nehme kurz. Dafür die Haare rot. Aber nicht ganz rot. So. Also, dann starten wir das Game. Ich freue mich riesig. Also, es ist wirklich eines der besten Action-Rollenspiele. Und einer der schönsten. Also auch die neuesten Spiele sind nicht ganz so hübsch. Hübsch wie Sacred 2. T-Energie durchfließt so, dieses Intro könnt ihr überall schauen. Also auf YouTube gibt es sicher. Weil das ein bisschen zu lang ist. Aber vielleicht kann ich es ja mal auch hochladen.
Das ist deine Abschlussprüfung an der Akademie, Schülerin. Wenn du sie bestehst, wirst du dich Magierin nennen dürfen. Aha. Tritt gegen deinen Mitschüler an. Und jetzt sieht man schon, was sich geändert hat. Zum Beispiel der erste Skill von der Hochelfin. So. Also das ist der normale Skill. So sieht er aus im Hauptspiel. Und so sieht er jetzt aus. Ja, Applaus, ich habe einen viel größeren. Ja, ich habe den größten. So. Also die Grafik wunderschön, ein bisschen hell, aber... das kann man nicht umstellen. Gut, nein, es ist extra so ein bisschen elfisch, bisschen heller gemacht. Jetzt müssen wir mit dem Magier reden. Sehr gut. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du hast nun alles gelernt, was man erlernen kann. Die letzten Geheimnisse der Magie musst du selber enthüllen. Hiermit entlasse ich dich aus der Akademie. Geh, Magierin, und trage deinen Titel mit Stolz. Die nächste Siedlung ist nicht weit von hier. Vielleicht wirst du schon dort Gelegenheit finden, deine Fähigkeiten zum Wohle der Elfen einsetzen zu können. Okay, sie ist eine Hochelfin und sie hat jetzt den Abschluss im Magieunterricht bekommen. Also ja, wahrscheinlich ist jetzt volle Magierin und kann jetzt losgehen. Mit ihm kann man nicht reden, okay. Die hat ein hübsches Kleid. Aber die wollen alle nicht reden. So, schauen wir uns zuerst mal das Inventar an. Ja, hier kann man, wie ihr seht, 4 Ringe, 2 Amulette. Ich glaube, das ist die einzige Klasse, die so viel tragen kann. Außerdem die normalen 5, 6, die jede Klasse nehmen kann, tragen kann. Hier könnten wir noch 2 Reittiere tragen. Eines Pferd und eines, jede Klasse hat ein anderes also Reittier. Wir haben jetzt zum Beispiel den Feendrache, aber den müssen wir zuerst im zweiten Gebiet dann holen. Aber das werde ich dann auch am Anfang machen, damit wir den haben. So, dann kommen wir zur Charakterübersicht. Hier haben wir die Attribute. Als Magier Charakter natürlich Intelligenz, erhöht die Chance, dass ein Zauber in vollem Umfang trifft. Zusätzlich wird der Schaden von Zauberstäben und Zaubersprüchen erhöht. Als Nahkämpfer würde ich Stärke, Geschick würde ich für Fernkämpfer nehmen, wie eigentlich das normal ist. Und hier haben wir die Fertigkeiten, können wir aus diesen Fertigkeiten auswählen. Die hinteren müssen zuerst freigeschaltet werden, indem man eine vordere auf Level 5 macht. Und ja, im Nachhinein kommen wir dann 2, 4, 6, 8, 10 Fertigkeiten skillen. So, und hier haben wir den Inferno-Aspekt, den Sturm-Aspekt und den Arkan-Aspekt. Wir nehmen den Inferno-Aspekt, weil wir ja viel Damage machen wollen, einen coolen Aspekt haben wollen und ja, auch ein bisschen farmen wollen, und da ist der Inferno-Aspekt eigentlich der beste. So. Also. Dann gibt es noch bei den Fertigkeiten, zum Beispiel der Feuerball. Gibt es dann hier 2 zum Auswählen: einen Bronze, einen Silber und einen Gold aus eine Auswahl. Da müssen wir immer entscheiden zwischen einem von diesen 2, einem von diesen 2 und so weiter. Hier unten auch, überall. Immer eins entscheiden. Und was ich genau nehme und wieso, werde ich dann jeweils posten. Also nicht posten, sagen natürlich. So, es gibt insgesamt 200 Levels. Die Gegner können sogar noch höher werden.
Und ja, es gibt ein riesengroßes Gebiet. Da seht ihr hier. Also man kann hier alles das bereisen und es ist größer, als ihr denkt. Also es ist viel größer. Also, was ich also schon für Stunden hier in dieses Game reingesteckt habe, das ist einfach gigantisch. Also, da werden wir sehr viel Spaß haben in diesem Let's Play. Das wird wahrscheinlich die 200er Marken knacken, nur für den ersten Schwierigkeitsgrad. Und ja, es wird Spaß machen. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel den Gott. Da haben wir ja vorhin genommen. Das macht 25 Sekunden, schützt es uns und reflektiert die Angriffe. So. Blumen zum Gruße, meine Dame. Wie betragen sich eure Menschen? Bin nur ich ewig unzufrieden mit den meinen? Aha. Ich finde es cool, dass jeder auch so unnützen NPC eine Vertonung hat. Und wenn jetzt zum Beispiel unser Charakter irgendwas macht oder nur stillsteht, kommt plötzlich dann etwas, sagt sie einfach irgendwas. Und das finde ich richtig cool. So, wir gehen jetzt mal in den Turm nach oben. Hier gibt es nämlich etwas. Es ist zwar nicht so gut meistens, aber hier in der Kiste, also alles, was so leuchtet, können wir aufnehmen. Dann schauen wir mal. Oh, recht viel. Eine Schutzweste. Ah, schaut euch mal. Da können wir gleich zur Modeschau gehen. Gut. Und ein Schwach der Konzentration. Ich glaube, wird noch ein Heiltrank. So, dann gehen wir nach unten. Und suchen mal unsere Runenkiste. Jeder Charakter hat am Anfang eine Runenkiste mit zwei Zaubersprüchen drin. Ich nähere mich meinem Ziel. Genau. Hier hat es manchmal noch ein paar Tränke in den Brunnen. Aber wir haben fünf, eigentlich reicht das. Oh, jetzt hat es kurz geleckt. Fraps, magst du Silke 2 nicht so? 2. Ja, das hat weniger Belastung. Ah, das hat mehr. Okay, wir brauchen noch nicht so viel. Dann tun wir lieber das Bastardschwert hier unten rein. Also wir haben jetzt hier Eissplitter. Brauchen wir nicht. Eissplitter ist so, sind ganz viele Splitter in einem Radius, einem kleinen Radius. Die jeder Splitter macht ein bisschen Schaden. Der Feuerdämon, den brauchen wir. Das ist Feueraspekt. Die Buffs macht man hier rein. Also man kann vier Buffs sogar nehmen, okay. Der Feuerdämon kommt, wenn wir jetzt hier raufklicken. Können wir ihn beschwören. So. Der Feuerdämon macht, glaube ich, auch noch eine Aura oder so. Ja, er erhöht den Inferno-Aspekt ein bisschen. Und kann eine Feuerhaut zaubern. Okay, interessant. Ja. Hier oben haben wir so manche Sachen. Und hier können wir zum Beispiel die Gesamtbonusübersicht anschauen. Und hier können wir alles verkaufen, wenn wir mal zu viel haben. Aber das benutze ich eigentlich nie. So. Boom. So, Dene. Ah, der Feuerdämon hat jetzt so einen Feuerball gezaubert, der zielsuchend war oder ein bisschen zielsuchend. Jedenfalls hat er schon ein bisschen etwas Ding. Fraps macht gerade ein bisschen Probleme. Ich hoffe, es beruhigt sich wieder, sonst muss ich dann wirklich. Ja, okay, es geht wieder gut. Also eben, Fraps hat mit manchen Spielen ein paar Probleme. Ich hoffe, Sacred 2 nicht so.
So, ich möchte aber den Sound ein bisschen leiser machen wieder. Es ist doch ein bisschen lauter geworden als im Hauptmenü. So. Sonst höre ich meine eigene Stimme nicht mehr, weil es bei mir lauter ist als zum Beispiel bei euch auf YouTube. Ja. So, Spielstand gespeichert. So. Komm nicht zu allzu viel lecken, bitte. So. Das ist nur wegen dem Programm leckt das komisch. Bisschen blöd. Oh, was ist denn das? Oh, das ist der Feuerdämon. Das ist cool. Also da hat neue Attacken drauf. Das ist recht cool. So. Gut, dann haben wir hier eine Quest. Okay, der sagt jetzt nichts. Hm. Finde die drei verlorenen Amulette. Das machen wir natürlich. So, hier oben wäre der Friedhof vom Schattenkrieger, der gestorben ist und jetzt wiederbelebt wurde. Und hier haben wir das erste kleine Dörfchen, ein Brigantenlager. Findet und erschlagt 5 Wegelager. Okay, machen wir. Und hier auch noch eine Quest. Töte den Wolf, der die Kuh gerissen hat und bringt einen Halsschmuck zurück. Meine Dulcinea. Der arme, arme, arme. So, das ist das Symbol für den Händler. Beim Händler können wir einkaufen. Aber wir haben noch recht wenig Geld. Ja, zum Beispiel einen Dolch könnten wir kaufen, aber sonst ist alles über. Einen Gürtel? Nö. Wir lassen noch das Geld, wir brauchen später recht viel Geld. Für die ersten Runenumwandlungen brauchen wir 500, glaube ich, ja. Und ja. Also. Dann machen wir die ersten Quests, die werden die werden, glaube ich, nur auf der großen Karte angezeigt, ja. Also hier seht ihr jetzt zum Beispiel, nehmen wir diese, die andere ist ja zum Dingjagen, die bekommen wir, also die, wenn wir wieder zurückgehen unten durch, besiegen wir die automatisch. So. Aha. Also recht stark. So, die erste Quest haben wir so gut wie fertig. Überall in der Landschaft hat es manchmal Schätze. Und wer es gesehen hat, der ist gut. Jetzt kommt es wieder. Da oben ist nämlich ein Versteck. Und es gibt uns ein Bastardschwert mit Chance auf offene Wunde. Das ist nur für Schwertkämpfer, also derjenige, der hier bei den Fertigkeiten Schwertkämpfer da genommen hat. Gibt es dann auch offene Wunden. Aber für uns zum Beispiel nicht. Wir schauen den Schaden 27 bis 40, 24 bis 33. Dann nehmen wir natürlich dieses Schwert. Nein, dieses Schwert. So. Eine Trophäe ist zum Beispiel von irgendeinem Tier, zum Beispiel jetzt hier Fleisch oder sonst Stacheln oder Schwänze oder sonst irgendwas. Und die kann man essen, aber es gibt nur mit Alchemie eigentlich die Effekte, glaube ich. Ja, ich kann es auch nicht essen. Gut. Also nichts für uns. Wir nehmen Alchemie wahrscheinlich nicht. Für einen Spezialcharakter, einen zweiten Charakter vielleicht mal. Aber es ist wirklich nichts Interessantes. Und wir haben das erste Level up. Phelps hat sich auch ein bisschen beruhigt. So, wir nehmen Intelligenz. Wir wollen stärker werden. Und hier Inferno-Kunde, oder? Was wäre sonst noch? Handel? Wir könnten Handel nehmen, aber nein, erst später.
Gut, nehmen wir Inferno-Kunde. Wir wollen schon ein bisschen stärker werden. Und hier noch eins auf Inferno-Kunde. Wir müssen 5, glaube ich, haben für Inferno-Fokus. Genau. Und alte Magie müssen wir dann auch noch nehmen. Das tut übrigens auch die Resistenz ein bisschen runtersetzen. Und ab Stufe 75 sogar noch ein bisschen mehr. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, also, wir müssen jetzt hier die Amulette noch zurückholen und die Briganten töten. Wow, das waren jetzt keine Lex, das waren wie sagt man, Erschütterungseffekte. Boom. So, ein Amulett haben wir hier. Hier haben wir noch einen Stein, wo wir aufmachen können. So. Und da drüben haben wir noch ein Amulett. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Hier sind Piraten. Nein. Wow. Kommt ein riesiger Vulkan raus. So, wir müssen hier irgendwo runter. Ist das hier? Nein, oder? Mehr Gegner. Ich muss meinen 5 Jahres. Eine Lanze, okay. Hier oben wäre das, glaube ich. Da gibt es noch diese Briganten. Ah, Wegelager. Briganten sind das im Lager. So. Boom. Gut, dann hier oben gibt es manchmal auch ein Versteck. Nö. Okay. Diesmal nicht. So, hier vorne hat es noch irgendwo Wegelager gehabt. Genau hier. So, da haben wir diese Quest auch geschafft. Jetzt kommen wir hinten bei der Akademie wieder raus. So, von hier oben sind wir gekommen. Gehen wir mal hier hinten durch. Die Karte erkunden gibt recht viel Magic Find und so. Da mache ich das auch gerne immer wieder ein bisschen. Aber ich möchte jetzt nicht alles entdecken, schon beim ersten Schwierigkeitsgrad dran. Eifer für den Inquisitor. Okay. Also, ich werde einfach mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, beim ersten Mal grob es erkunden. Nicht überall, aber ja, im zweiten Schwierigkeitsgrad, wenn die Gegner natürlich dann noch nicht zu schwach sind, werde ich dann besser erkunden. Oder die Gebiete, die ich nicht erkundet haben müsste, dann werde ich dann erkunden. So, seht euch vor, mit den Elementaren ist nicht cool, gut Kirschen essen. Den wollte ich ansprechen. Ja, ja, das ist ein ihr Halsschmuck. Hier, seht ihr, dort ist ihr Name eingraviert. Dulcinea, ich bin so froh, dass ich nun wenigstens ein Andenken an die Kuh habe. Hier, nehmt dieses Gold, ihr habt es verdient. Auf mich ist Verlass. So, bisschen AXP bekommen und wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. 170 haben wir schon, sehr schön. Oh, danke, wir hatten schon nicht mehr damit gerechnet, die Amulette noch zu bekommen. Ehre meinem Volk. Gut, und jetzt haben wir bekommen. Oh, recht viel. 30, 70, 75 haben wir bekommen. Gut. Seid gegrüßt. So, die Tränke können wir alles verkaufen. Die haben verschiedene Wirkungen. Die blauen geben mehr Erfahrung. Und die gelben laden die Fähigkeiten schnell, also die Angriffe schnell auf. Die grünen heilen Vergiftungen. Jo.
Was ich möchte ist Schaden Feuer. Gut, sehr schön. Ja, sonst nichts. So. Also, dann, hier hinten geht's noch zur Seraphim und zum Startpunkt des Schattenkrieges. Und hier geht's in die größere, also die Anfangsstadt. Wir gehen noch an einen anderen Ort. Bei der Killrate schaffe ich es noch bis ganz nach oben. Bis wir bei der Stadt ankommen. Einfache Beinlinge. Nehmen die mal mit, auch wenn sie grau sind. Grau ist am schwächsten, das sind minderwertige Items. So. Ja, ich dachte, der Busch sei ein Monster gewesen, aber der ist hier hinten. Da hinten weitergelaufen. So und. Was? Wieso kannst du reden, indem du, wenn du schon tot bist? Also, hey. Und der macht recht viel Dodge-Schaden. Der Feuerdämon. So, mal eine andere Kameraposition. Hier hätten wir noch eine Kiste. Ist leider nur ein Heiltrank dabei. Okay. Leider kann ich nicht weiter reinzoomen. Aus Ego-Shoot-Ansicht gibt es nicht. Wäre auch zu viel verlangt. Boom. Aber es gibt, glaube ich, eine Modifikation, wo die Kamera ein bisschen besser macht. Aber ja. Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht. Brauchen wir auch nicht, es ist nicht so gut zu spielen. Warum wollen die Game Designer immer wieder, dass wir die friedliche Fauna ausrotten? Wieso wollen die Game Designer immer, dass wir die friedlichen Fauna ausrotten? Das war gut. Ja, das ist, dieses Game ist recht Easter Egg vollgespickt. Zum Beispiel hier in Erinnerung an all die chancenlosen Räuber, Diebe, Halsabschneider und so weiter. Sie hatten nie eine echte Chance. Ja, weil hier ein Action-Rollenspiel ist und da kommt das Kloppen von Gegnern in den Vordergrund. Wir killen so viel. Schon jetzt killen wir recht viel. Und bald sind wir Level 3, sehr schön. So, jetzt gehen wir in die Stadt. Haben das auch entdeckt hier. So, nochmal speichern. Ich wollte schauen wegen der Perle. Die Perle ist wo? Nein, auch so eine Perle. Ah, doch, hier. Schadensumwandlung nach Magie. Ah, das ist eine solche Perle. Das ist ein Sockelgegenstand für die Waffe, ja. Okay. Bringen wir die mal hier unten hin. Hier oben sehen wir übrigens, was die Kampfkunst für Schaden macht. Ein bisschen physischen Damage. Das ist gelb. Und Feuerdamage, das ist rot. Dann gibt es noch blau und hellblau und dunkelgrün. Also, grün. Was gibt's da noch? Violett gibt's, glaube ich, noch. Das sind alles die verschiedenen Damage-Arten. So. Ja, jetzt werden die Gegner auch schon ein bisschen stärker. Vorher musste ich sogar einen Heiltrank saufen, aber das ist auch gut so. So, schauen wir mal an, was wir als zweites nehmen. Nehmen wir jetzt Handel, oder? So, Handel. Und hier nochmals Intelligenz. Nein, nicht daneben schießen.
So, der Dämon hat wie viel Leben noch? Sieht man leider nicht. Aber der hat wahrscheinlich noch genug Leben. So, in Eibenbock sind wir jetzt angekommen. Ja, hier in Eibenbach. Ja, zuerst kommen die Höfe. Das sind natürlich wieder Quests. Die Hauptquest geht hier weiter und es gibt einen Weg nach draußen. Dann ist das Tutorialgebiet auch schon weg. Haben das hinter uns gelassen, aber wir bleiben noch ein bisschen im Tutorialgebiet, um zum Beispiel die Zauber umzuwandeln und ein paar neue Zaubersprüche zu erhalten. So. Hier kommen wir nicht rein. Da gibt es nämlich noch eine Kiste. Oh, schön. Hier gibt es Pumpkins. Kürbisse. So, mal sehen, und welches Pott mir hier von der ländlichen Bevölkerung entgegengebracht wird. Mhm. Die haben meist keinen Respekt in Sacred 2. Nein, du musst drinnen aufmachen. Ja, nicht hinter die Hütte gehen und dort probieren aufzumachen. Dankeschön. So, hier habt ihr noch Wölfe. Eine Hochelfe lässt sich nicht so leicht besiegen. Ich weiß noch ganz genau, als Sacred 2 angekündigt wurde, hat GameStar so ein Video gebracht, wo sie die Physik-Effekte so ein bisschen... Ich select das jetzt kurz. Ach, Freps. Ja, haben sie die Physik-Effekte so gezeigt und das war schon richtig cool. Also da war sogar Crysis 1 damals noch hinten dran. Noch schlechte. Ja. Leider sieht man es jetzt im fertigen Spiel, im komplett fertigen Spiel, leider viel zu wenig. Aber ja, man sieht die Bugs noch öfter, die auftreten durch diese Physikspielerei. Nehmt diesen Brief. Ich hatte den Auftrag, diesen Brief zu überbringen. Aber wie ihr seht, ist die Zustellung nicht bezahlt worden und ohne Bezahlung mache ich gar nichts. Nehmt ihn und seid froh, dass ich ihn nicht irgendeinem Straßenraben geworfen habe. Okay, das waren die blauen Quests. In den verschiedenen Farben symbolisiert sozusagen die Charakterquest. Wir sind, glaube ich, blau. Der Dorfälteste hat anscheinend ein Problem. Ich sollte mit ihm. Und deshalb war das auch so Verzeichen blau. Oder ist das immer blau? Weiß jetzt nicht genau. Und eben aus den Brunnen und anderen Sachen, Zuber und so, bekommen wir immer einen Heiltrank. So, lockt den Vogelfürst aus seinem Versteck und schlagt ihn. Das ist jetzt eine Quest für später. Der ist auch ein bisschen weiter weg, da oben. Und, das Blind Guardian Quest. Blind Guardian ist, die Band, die hier Musik gemacht hat. Was? 2 PS stark? Was? Ein Pferd? Okay. So, und hier ist der Zauberer. Der kann eben die Kristalle umtauschen. 4 zu 1. So. Was haben wir hier sonst noch? Also jetzt haben wir auch bessere Items. Durch Handel bekommen wir bessere Items beim Händler. Wie zum Beispiel hier eine Rüstung, die physisch ein bisschen schützt, aber die ist zu teuer. Schaden brauchen wir nicht. Das erhöht den Schaden für Feuer nicht. Das auch nicht. Okay. Nein, da auch nicht. Ja. Nee, brauchen wir nicht. Für später, also später können wir da noch genug kaufen. Da haben wir Geld im Überfluss.
So, also, wie es nächstes Mal weitergeht, das seht ihr dann im zweiten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch schon mal ein bisschen interessiert, dieses Game. Im nächsten Part werde ich auch noch ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Sacred 2 verkauft worden ist und Sacred 3 so schlecht designt auf den Markt gekommen ist. Und ja, noch andere Dinge. Also, seid gespannt. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.